Also immer anrufen, warum ob ich mich aufstellen lassen möchte dafür, dachte jetzt, ich mache das nicht. Dann habe ich mit Katrinische telefoniert, mit Katrinische hat gesagt, du Olle, du machst das. Und dann ist mir klar geworden, was man mit dem Titel alles machen kann. Und es ist so, dass ich auf jeder Veranstaltung natürlich mal einen Spotlight kriege. Und ich sage immer, das geht hier nicht um mich. Also ich nutze das Spotlight, um dann immer das zu machen, was hier gemacht wird. Und zwar ehrenamtliche Mitarbeiter von allen möglichen Organisationen mit ins Spotlight zu holen und sagen, auf die kommt es an. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass Community in der Welt funktioniert. Und wenn jemand sagt, du kommst auf eine Veranstaltung, kriegst Geld, dann sagt man, hier kein Geld. Du sponsorst einen Lohnstrauß für, sei es jetzt die AIDS-Hilfe, sei es die Schwester nach perpetuellen Nürgens, sei es die Seniorenhilfe in der Schulberatung, sei es die Freunde im Krankenhaus, sei es, es gibt so unheimlich viele, die hier in der Gegend arbeiten und seitdem ich das mache, wird überhaupt erst klar, wie viele es sind. Und das macht Berlin einzigartig. Und da einfach nur der Satz, der mich sozusagen zum Netz gemacht hat, es gibt viele Schwierigkeiten auch in der Community, aber jeder muss begreifen, hey, Community ist das, was du draus machst. Ja. Die Laudatio sozusagen, eine Laudatio halten? Nein, ich muss jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist es so, es immer leicht, über Vorurteile zu sprechen. Wir glauben, wir sind vorurteilsfrei. Es ist eine ständige Entwicklung, was Vorurteile angeht. Das ist eine kurze Geschichte. Bernie hat mich angerufen, hat gesagt, da gibt es jemanden, der ist von der, der wird mit dem Laudatio halten, kündigt ihn an. Das ist Sebastian Allefelge, ist von der FDP und ich machte, und sagte, ruf ich mal an. Dann hat ihn angerufen, hörte eine sehr sympathische Stimme, aber ich hatte dieses FDP-Ding im Kopf. Ja, ich dachte, das ist doch wie klein, untersetzt, übergewichtig, sabbert und schielt. Das ist mein FDP-Ding. Und ich dachte mir, so ein Mensch klingt ja total nett. Und heute habe ich ihn kennengelernt, der kleine, dicke, sabbernde, schielende FDP-Mensch. Für euch, Sebastian Allefeld, so sieht er doch. Ja, Benny hat gefragt, auch mich, aber ich denke mal, wenn wir diskriminiert sind. Also zumindest in meiner Zunft, ich bin schwul, bin liberaler Politiker. Also gerade die FDP wollte ja in den ersten Jahren, und es war Mode, uns zu diskriminieren, von daher. Okay, kann ich auch viel sein. Ja, aber der CSG ist ja wohl. Ja, fragt man den Internet, nee, das ist der Chefredakteur des ZDF bei der letzten Wahl in Bremen, der auf diesen Ohren und da auf also, das sind wir auch. Okay. Laudatio? Ja, machen wir mal. Weißt du, du hast keinen Pfund, ich halte dir die Blätter. Sozusagen als Entschuldigung dafür, dass ich nicht immer Vorurteile hatte. Das ist ein CSG, wenn man die Blätter hat. Das ist wie sind das acht Blätter? Ja, das ist groß geschrieben, ich glaube, das ist alles verstanden. Du sagst mir einfach die Umblätter, ja? Weil ich habe eigentlich eine Brille, aber die auch ganz. War der weg oder? Nein, das ist die Brille. Ich habe eine Lesebrille. Ja, nee, wir machen es auch jetzt mal förmlich. Ja, anwesend. Ja. Das darf ich nicht sagen, okay. Aber nee, das kommt nicht. Entschuldigung, ich hab hier einige Wörter drauf, die nicht jugendfrei sind. Aber warum habe ich diese Wörter drauf? Ganz einfach, weil es geht, ich darf das doch mal sagen, HIV und AIDS und alles, was damit rumspielt. Ja, also jetzt kann man die Gedanken walten lassen. Das sind alles Wörter, das, ich kann es auch ein bisschen auswendig. Das sind Wörter, womit Jugendliche heutzutage arbeiten. In der Schule, im Alltag. Aber sie wollen ungern damit eigentlich mit Eltern und gerade mit Lehrern reden, aber genauso andersrum auch. Wir hatten in den Schulen verklemmte Lehrer, die ungern reden über Sex und Punkt, Punkt, Punkt und HIV und AIDS. Aber auch viele Eltern, die meinen, nicht darüber zu reden, ist das beste Verhütungsmittel.
Was früher, wir haben es schon gehört, mal ein Buch war oder in der Bravo das Dr. Sommerteam, ist heute im Internet irgendein Porno oder es gibt auch schon die passende Apps, wo sich Jugendliche informieren können. Aber das ist keine Information. Das ist keine Aufklärung. Woher? Aufklärung, genau. Und wenn man sich die neuen Bildungspläne übrigens des Berliner Senats anguckt, dann werden auch hier leider nach 11 Jahren die jungen Schüler allein gelassen. Herr Bezirksbürgermeister, ich hoffe, Sie nehmen das mit und kämpfen dafür, dass diese Bildungspläne im Bereich Sexualkunde nicht umgesetzt werden. Und zum Weiteren ist natürlich die Erziehung damit auch an der Akzeptanz der sexuellen Vielfalt in den Schulen erheblich gefährdet. Viele Organisationen haben sich in den Jahren die Aufgabe gemacht, über diese Themen in den Schulen zu reden und damit den Schulen, den Eltern und vor allem auch den Lehrern zu unterstützen. Einige Jungen und Mädchen haben sich 2009 zusammengeschlossen und haben in Hamburg an 30 Schulen Aufklärungsarbeit begonnen. Mittlerweile sind es in 30 Städten in ganz Deutschland, wo sie in die Schulen gehen und Aufklärung üben. Super. Nachdem einige Unterricht, also die Ausbilder, an denen sie anhören, du hast dich schnell weggeblendet als erwartet. Das ist das Thema. Also die machen das Ganze natürlich ehrenamtlich. Neben ihrem Unterricht, neben dem Studium, neben anderen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Und das, wie gesagt, ohne Geld, ohne einen einzigen Pfennig, den sie einnehmen, durch ihre Sponsoren selbst für sich zu nehmen, sondern wirklich rein für die Aufklärung. Ihre Überzeugung ist es, dass man am besten auf Augenhöhe mit Schülern, mit Jugendlichen über Sexualität, Verhütung, die Akzeptanz gegenüber HIV reden. Sie machen auch klar, dass HIV und AIDS eben keine Sache nur von Homosexuellen ist. Gerade in ihrer Position, wo hauptsächlich junge Mädchen und Jungs, die eben nicht schwul sind oder lesbisch, die nicht HIV-positiv sind, auch sagen, auch die das nicht haben, die nicht direkt betroffen sind, können über diese Krankheiten reden, können sich dafür starten. Sie haben große Unterstützer, wie zum Beispiel Professor Dr. Hochstrom. Er ist der Vorsitzende des Nationalen AIDS-Komitees, das ist der Bundesregierung. Ein Komitee, was 1987 von der damaligen Regierung aus der Union FDP und unter der Herrschaftsschirmerschaft von der damaligen Bundesministerin, damals ist es noch Jugend, Familie und Gesundheit, die heutige Schirmherrin, Frau Professor Dr. Rita Wüstmund ins Leben gerufen worden ist. Ihr aktueller Schirmherr ist der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Im Beirat sitzen nach Leute der ehemalige Gesundheitsminister Daniel Bahr, Ines Pohl von der Taz oder Johannes Kahrs von der SPD oder der gesundheitspolitische Sprecher Jens Spahn. Von Anfang an ist dabei Michael Stich mit seiner Stiftung und unterstützt sie Tage. Und seit neuestem haben sie sogar YouTube-Stars dabei. Unter anderem die Lorschen-Zwillinge, vielleicht kennt der eine oder andere sie, aber sie haben 1,5 Millionen Likes, 1,5 Millionen Follower, die ihren Kanal sehen und somit also auch die Videos über Prävention. Es gibt in Deutschland viele Organisationen und Projekte, die sich mit dem Thema HIV/AIDS beschäftigen. Alle haben das gleiche Ziel, nämlich Prävention optimal zu machen und vor allem den Kampf gegen HIV und AIDS. Das Bekämpfen von HIV. Unterschiedliche Art und Weise in unterschiedlichen Milieus. So gehen sie an Schulen, andere gehen in Krankenhäusern zu Kindern. Gemeinsam haben sie gesagt, das eine Ziel und gemeinsam sollen sie auf diesen Weg gehen. Wir sollen voneinander profitieren und lernen. Und vor allem, wir sollten uns alle gemeinsam freuen, wenn einer von ihnen ausgezeichnet wird. Heute geht der AIDS Hero Award an. Jugend gegen AIDS!
wir eingeladen wurden bei Bernie. Vielen Dank für diese Auszeichnung. Geht vor allem, und darauf bin ich sehr stolz, über 500 ausschließlich ehrenamtliche Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren, die sich manches so anhören müssen, wenn sie denn über Sex reden wollen an Schulen, die das aber ganz fleißig machen, mittlerweile in über 30 Städten. Und das alles ist wirklich eine große Ehre und deshalb bedanke ich mich auch, dass wir diesen Support bekommen. Das ist auch eine große Anmerkung für diejenigen, die sich tatsächlich auch mit den Beinen ausreißen und in so einer Aktionswoche rund um den Welt-AIDS-Tag über 8000 Jugendliche mobilisieren, die Flashmobs machen, die Waffen verkaufen, die ein Theaterstück aufführen, die singen oder ein Poetry Slam zum Thema Ficken machen. Alles, das geht und das sind alles auch die Jugendliche und vielen Dank. Ja, darf man Ficken befragen oder? Sorry.